Hallo Freunde, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Humankind Groß Schwer. Ja, wir versuchen nach wie vor, ich kann euch nichts weiter sagen, Folge zu Folge immer wieder das Gleiche, irgendwie noch an Ruhmespunkte ranzukommen. Wir durchforsten jede Runde den Forschungstree, den Research-Tree, den Tech-Tree, den Forschungsbau, um irgendwo noch ein paar Ruhmespunkte rauszuziehen, dass wir das Game vielleicht noch hier auf unsere Seite ziehen können. Und was hatte ich mir hier aufgeschrieben? Achso, ja, die Stabilität in Athen im Auge behalten. Athen. Stabilität. So. Genau. Vielleicht nochmal aufgeschrieben, weil das war irgendwie zu gruselig, meine, auf Deutsch gesagt, Sauklaue. Schauen wir mal rein in Athen. Ja, null. Das ist doch super. Aber, ja, wir hatten hier ein Krankenhaus gebaut. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Weiter geht's. Wir könnten eigentlich auch nochmal gucken. Vielleicht können wir ja nochmal handeln mit irgendjemandem. Greifen die uns jetzt an hier? Mit jemandem handeln, um noch mehr Stabilität rauszuholen. Das können wir mal noch machen. Abkommen, Wissenschaftsdings nochmal vorschlagen. Geht nix. Perlen bringt nochmal Stabilität. Erwerben wir. Es ist zwar extrem teuer, aber okay. Waffen wollen wir keine. Ja, das war's dann hier bei denen. Und da gucken wir nochmal zu den Schweden. Die lehnen natürlich auch wieder ab hier mit der wissenschaftlichen Vereinbarung. Vielleicht sollten wir erstmal die kulturelle oder so versuchen. Mal gucken. Edelsteine bringt auch nochmal Stabilität. Das war's. Wollen wir doch noch mit denen handeln? Sovereign, how can I help you? Blei. Kommt, gebt uns Blei. Achso, dann müssen wir natürlich erstmal die Handelsabkommen hier verbessern. Was? Reiche können untereinander nur Handel mit Luxusressourcen betreiben. Das andere Reich kann keinen Handel betreiben, wenn es nicht verbündet ist. Bitte was? Seit wann muss man mit denen verbündet sein? Wir versuchen mal offene Grenzen. I have something here that should please us both. Still not enough. Understood. Verstehe ich jetzt gerade nie ganz, warum wir denen das hier nicht vorschlagen können. Wisst ihr das, warum das nie geht? Bisschen komisch. Oh. Wer weiß. Greetings. Geht das bei denen? Die sind ja Vasallen von denen. Ja, geht auch nicht. Quecksilber. Geht auch nicht. Dann lasst's halt sein. Wir wollten sowieso nicht mit euch Chinesen handeln, mit der Lucy. Das Mose-Ereignis. Das steht da an. Ja, könnt ihr vergessen. Da machen wir nicht. Aber wartet mal, mit denen könnten wir noch handeln hier. Die sind ja losgekommen vom Vasallentum. Wieder. Das andere Reich kann keinen Handel betreiben, wenn es nicht verbündet ist. Hä? Mit wem Sinn haben die haben mit den anderen schon eine Allianz? A proposal for your consideration. Das angenommen? Nö, abgelehnt. A lost opportunity. I refuse your proposal.
dann halt nicht. I have something here. Nicht Angriffspakt schlagen sie uns vor. Raketentechnik wurde erforscht. Jetzt können wir das hier machen. Raumstation bringt auch nochmal 125 Ruhm. Wissenschaftsstern erhalten, sehr schön. Und ein Ereignis, ein Lied der Trauer, römisch 2. Die Walfänger haben den Wegfall ihrer Lebensgrundlage lautstark beklagt, doch die Fischergemeinden halfen ihren nun arbeitslosen Brüdern und Schwestern, von denen nur wenige nachhaltige Einbußen erleiden mussten. An den Küsten kann man die majestätischen Tiere nun oft beobachten und wenn man genau hinhört, klingt ihr Gesang ein Hauch weniger schwermütig, geschützt. Haben wir gemacht. Raumstation bauen. Satellit in Geo. Synchrone Umlaufbahn. Durch Handel. Freihandelsabkommen. Das werden wir uns nochmal gönnen. 50% Gold weniger kosten, wenn wir wieder mal irgendwas kaufen. Und jetzt können wir halt diese Raumstation in Angriff nehmen. Wenn ich mich recht entsinne, war das ein Gebäude, was man bauen kann. Ja, gemeinsames Projekt sogar. Müssen wir halt nur aufpassen. Am Ende ist das dann die Mars-Besiedlung und dann endet halt das Spiel auch. Solange wir nicht genügend Ruhmpunkte haben, wollen wir nicht, dass das Spiel endet. Wir können ja trotzdem mal das erste schon mal bauen. So, hier oben hätten wir Platz. Habt ihr das gesehen? Da war irgendwo was Grünes. Wir können das aber auch auf die Inseln krachen. Da, schaut mal, hier. Bauen wir das hier oben hin. Bei Kerma. Oder wir knallen das auf die Inseln hier. Das ist alles unbesiedeltes Gebiet. Das wäre, glaube ich, am schlauesten. Boing. Though global pollution is low, your huge contribution to it should be rated as terrible. Bitte was? Wir sind der größte Umweltverschmutzer? Nee. Wartet mal. Der Hauptverschmutzer? Sind wir jetzt auch nie. Wir sind doch nie und immer der Hauptverschmutzer, oder? Doch. Hä? Hätte ich jetzt überhaupt nie gedacht. Da kriegen wir Ruhmespunkte? Mhm. Alles klar. Akkad. Hat ein Bauernviertel gebaut. Silos, nö. Siloanlage brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Kohlekraftwerk können wir bauen. Und eine Börse. Zwei Sachen, ist doch okay. Wir müssen auch mal schauen, ob wir die Flotten aufrüsten wollen. Ob das überhaupt geht. Wir hatten ja Panzerschiffe. Kann man gar nicht upgraden. Die Panzerschiffe. Ups, das wollte man nicht. Gehen wir wieder rein hier. Ja, auflösen tun wir die aber auch nicht. Das Upgraden würde garantiert. Also, kennen wir ja. Schiffe upgraden ist einfach unfassbar teuer. Twelve scientist stars. It's always nice to see fame collected with wits rather than weapons. Landwirtschaftssterne kriegt man noch ein bisschen Ruhm. Baumeistersterne dauert auch nicht mehr so lang.
Die Neueröffnung. Seit der letzten großen Renovierung des prächtigen Maracanã-Stadion steht gar nicht da, des prächtigen Maracanã, einem bekannten Wahrzeichen in der großen Stadt Harabar, sind Jahre vergangen. Mittlerweile sieht das Stadion veraltet aus. Bitte was? Seine Farbe blättert ab und auch die Farbschemata sind nicht mehr zeitgemäß. Dies ist allerdings keine Krise, sondern eine Gelegenheit. Denn immerhin ändern sich die Geschmäcker. Aus diesem Grund wird der Austragungsort auf den neuesten Stand gebracht und modernisiert. Welche Veranstaltungen sollten auf absehbare Zeit im neuen Maracanã stattfinden? Philharmonie, 10% mehr Geld, anfeuern, 10% mehr Einfluss, feiern, plus 5 Stabilität auf Bezirk. Wir nehmen das Geld. Philharmonie. Landwirtschaftsstern freigeschalten. Super. Radiotelegrafie erforscht. Dorfdetektor. Minus 20% auf Weiler, Industriekosten. Rundfunk. Plus 1 Einfluss auf Vergnügungsviertel. Interplanetare Expedition abgeschlossen. Ach so, bei uns. 100 Ruhmespunkte haben wir erhalten. Schön. 2 neue Events. Die dünne blaue Linie. Das ganze Reich und wahrscheinlich auch die ganze Welt schaut gespannt zu, wie ein Astronaut unter eurer großartigen Flagge zum ersten Mal aus der neu gebauten Raumstation schwebt. Nach den ersten Schritten seines Weltraumspaziergangs spricht er euch direkt an. Diese dünne blaue Linie, sagt er, zur Erdatmosphäre zeigend, ist alles, was zwischen dem Leben auf der Erde und der dunklen, kalten Leere des Weltraums steht. Eine Erfahrung, die mich mit Demut erfüllt. Gemeinsam mit dem Rest des Reiches wartet er auf eure Antwort, die eine ganze Generation prägen und beflügeln wird. Was sagt ihr? Lernen? Plus 20 Wissenschaft für 10 Runden. Überproduktion fordern auf 7 Ziele für 10 Runden. Oder wohlhabend, also für jede Stadt meinen die hier. Wir nehmen natürlich Ansporn. 20 Wissenschaft ist zwar ein Witz, aber wir nehmen es trotzdem. Und noch ein Event. Fiebersaison. Oh, was ist da los? In der überbevölkerten Metropole Kutsku ist es zum Ausbruch einer ungewöhnlichen Krankheitswelle gekommen. Ihr Ursprung ist unbekannt. Manche spekulieren, es könnte mit Smog und Verschmutzung zusammenhängen. Andere glauben, es könnte etwas Gefährlicheres sein. Vielleicht ist es aber auch nur die Grippe. Jedenfalls füllen sich die Stationen der Krankenhäuser der Stadt mit alten Menschen. Wollt ihr umgehend Quarantänemaßnahmen ergreifen oder lieber warten? Quarantäne, Wissenschaftsförderung auf Kutsku für 10 Runden, kostet aber minus 30 Gold. Oder wir warten. Chance unerwarteter Konsequenzen. Nö, wir machen die Quarantäne hier. Bringt nochmal ein bisschen Wissenschaft. Raumstation. Schaut mal, Mondlandefähre ist dann das nächste Projekt. Zurzeit kein Slot frei in den Städten. Ihr wisst, wir brauchen erstmal noch anderen Ruhm. Wir brauchen noch Ruhm. Mehr Ruhm. Bis wir hier das Ende einläuten wollen. Die Rebellen greifen wir an. Harappa, 73 Bevölkerung, unfassbar. Schaubühne als letztes gebaut. Eine Sägemühle. Eine Siloanlage, beides können die gebrauchen. Kernkraftwerk. Ja, auch nicht schlecht. Machen wir erstmal die Siloanlage, dann eine Sägemühle und last but not least das Kernkraftwerk. Hier ist es.
Athen. Stabilität geht jetzt hoch. Sehr schön. Dann können wir das hier ein Häkchen dran machen. Athen Stabilität. Und durchstreichen. Ja, Bevölkerung. Ja, es wächst, aber es dauert halt alles seine Zeit. Supercomputer, hier fehlt noch der Supercomputer, los. Bau den. 12 Runden, unfassbar, aber nützt nix. Lokale Verschmutzung zugenommen. Ach, alles noch im grünen Bereich. Schaut mal. Nächste Stufe, Grad 2 bei 72.000 Verschmutzungen. Puh, das dauert ja gar nicht mehr allzu lang. Allianz vorgeschlagen, ja, machen wir doch gern. Jetzt können wir mit denen handeln, aber wir hatten doch noch Freihandelsabkommen. Ja, eine Runde noch und dann handeln wir mit denen. Die wollen kulturelle Übereinkunft, machen wir gern. Wir können das jetzt nochmal bei denen hier probieren. Auch nochmal kulturelle Übereinkunft vorschlagen. Ja, die lehnen es ab. Ganz toll. Und was ist mit denen hier? Kulturelle Übereinkunft ebenfalls abgelehnt. Freihandelsabkommen. Bankenviertel. Minus 50% Geldkosten zusätzlich zum Grundpreis beim Kauf einer Ressource durch Handel. Dann wollen wir doch mal handeln. Ich hoffe mal, ihr habt viel zum Handeln. Relax. Let us speak honestly. Eisenkohle brauchen wir alles nicht. Ebenholz erwerben wir. Edelsteine, alles her damit. Ich wünsche mir, es gäbe einen Button, wo man hier alles anklicken kann. Gibt's aber leider nicht. Your presence drags. Zögerlich. Kraftschwächer. Wir sind längst nicht so mächtig wie sie. Neue Technologie brauchen wir. Schaut mal, hier hinten kommen wir nochmal an diesen Fusionsreaktor wunderbar ran. Plus 50% Industrie auf Stadt- oder Außenposten, minus 50% Verschmutzung auf Gebiet. 7 Runden. Das gönnen wir uns mal noch. Alle Verschmutzung hat zugenommen. Sehe ich anders. Zwei untätige Städte. Supercomputer in Babylon fertiggestellt. Wir brauchen hier Nahrung und auch mehr Platz für unsere Bevölkerung. Weiler. Baut mal einen Weiler. Da ist eine schöne Stelle. Und ein Bauernviertel. Hier. Akkad. Wir brauchen ebenfalls Nahrung. Und Platz für ihre Bevölkerung. Fehlt noch die Siloanlage. Bauen wir auch mal noch einen Weiler. Hier unten. Sehr schön. Runde beenden. Wir kommen einfach nicht dran. Hier sind wie immer noch 2000 bescheidene Forschungs-Ruhmespunkte vor uns. Das gibt's doch gar nicht, Mann.
Zum Äußereignis. Heereszusammensetzung. Nö. Wieder die Manufaktur fertig. Ein Bauernviertel wäre nicht schlecht hier. Und ein Getreidesilo. Da habt ihr erstmal zu tun. I have something here. Wissenschaftliche Vereinbarung nehmen wir gerne an mit den Mexikanern. Sehr schön. Fusionsreaktor, ist das eigentlich was, was man bauen kann, oder ist das einfach so, dass man das dann da hat? Das müsste ja dann die Wissenschaft hier ordentlich nach unten drücken, 18.000. Mal gucken, wie viel das dann in drei Runden ist. Ein Event. Die Neueröffnung 2. Ja, wieder mit dem Maracanã-Stadion. Ich lese es euch das nicht nochmal vor, weil das jetzt zum dritten Mal zwar jedes Mal irgendwie wieder was anderes, ein bisschen anderer Text, aber ihr wisst, worum es geht. 10% mehr Geld. Anfeuern, Einfluss oder Stabilität. Wir nehmen nach wie vor Geld. Rock'n'Roll. Kerma. Supercomputer fertig gebaut. Wir brauchen Nahrung hier. Und Platz für die Bevölkerung. Und ein Kohlekraftwerk muss gebaut werden. Bauen wir erstmal einen Weiler. Gibt es eine schöne Stelle? Nö. Doch, hier oben. Und dann noch das Kohlekraftwerk und die Sägemühle noch mit hinterher. Und den Kutzkuh. Oh Gott. Ja, ist auch alles ausgelastet hier. Industrielle Siloanlage klappt noch. Und dann werden wir hier auch mal anfangen, die Mondlandefähre zu bauen. Schaut mal, selbst hier gab es auch noch was. Aber wir haben jetzt uns doch einmal jetzt hier diese Insel ausgesucht, da alles zu bauen. Und das machen wir auch weiter. Mondlandefähre, bums, 32 Runden. Wir müssen uns um eine Angelegenheit kümmern. Machen wir. Dringende Angelegenheit. Da die Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigt sind, wächst der Ruf nach aufregenden Neuigkeiten von Jahr zu Jahr. Es ist offensichtlich, dass diese Geschichten die Sichtweise der Öffentlichkeit beeinflussen könnten. Details anzeigen, Pressefreiheit, freie Meinungsäußerung oder Propaganda. Freie Meinungsäußerung bringt minus 20% Kosten für Verordnungsaufhebung, minus 20% Kosten für Verordnungserlassung oder Propaganda, verhindert Revolutionen im Reich. Nö, dann nehmen wir die Meinungsfreiheit. If different opinions can't be heard, people might end up believing whatever ridiculous things the government says. 18,6k, jetzt erforschen wir Fusionsreaktor. Kraft der Sterne. Präsidentin Mirjoa, die Interplanetare, aha, das erste Projekt, aha. Haben die Sowjets jetzt fertig gebaut? Okay. 18,6, ne, das bleibt dabei hier. Müssen wir uns mal angucken, ist das ein Gebäude, was wir jetzt bauen können oder was, den Fusionsreaktor? Nö. Hm. Na, wer weiß. Vielleicht auch erst in der nächsten Runde, dass da die Verschmutzung zurückgeht. Bauernviertel wurde hier fertig gebaut. Nicht aus der Wissenschaft rausnehmen, hier rausnehmen. Die Leute. Lebensmittelmarkt. Sägemühle, Manufaktur.
Auf den Mond. Mit großem Tamtam gibt euer Reich seine Absicht bekannt, einen der ältesten Menschheitsträume zu erfüllen, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Der Start liegt noch in weiter Ferne. Nichtsdestotrotz habt ihr bereits Unmengen von Presseanfragen aus aller Welt erhalten. Wenn eure Astronauten ihren Fuß auf den Mond setzen, unter welcher Flagge werden sie dies tun? Wird es ein Sieg für die gesamte Menschheit oder ausschließlich für euer Reich? Prahlen, Chance weiteres Ereignis auszulösen. Feiern auf Kutsko, wir haben genügend Stabilität oder wir werben. Das bringt 500 Gold. Ich bin gespannt, was das mit dem Prahlen auf sich hat. Wir wollen da mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein neues Story-Ereignis. Weil das andere ist marginal. Neue Forschung. Neuralimplantat, oh Gott, was wir da alles brauchen für. Wir werden mal versuchen, das andere vielleicht eher noch zu bekommen hier, die zwei Sachen. Da brauchen wir nicht ganz so viel Forschung. Raumstation. Brauchen nur zwei Forschungen, krass. Flugabwehrrakete, Mehrzweckflugzeug. Hätten wir sogar die Ressourcen, um das alles zu bauen. Stadtbegrenzung würde da auch nochmal hochgehen. Zur Verschmutzung ist ja irgendwie nie nach unten gegangen. Durch diesen Fusionsreaktor. Bisschen komisch, wer weiß. Zwei untätige Städte und ein Event. Ich will daran glauben. Unbekannte Lichter, die sich auf unregelmäßig, unerklärliche Weise bewegen, wurden am Himmel über Athen beobachtet. Manche sehen darin den Beweis, dass die Menschheit nicht allein im Universum ist. Andere vermuten ausländische Spionage. Viele behaupten sogar, es sei euer Werk ausgehend von den jüngsten Innovationen in Raketen- und Radartechnik. Sorge und Aufregung gleichermaßen befallen die Menschen von Athen, wie ein Durst nach Antworten. Wie, wenn überhaupt, möchtest ihr auf diese angeblichen UFOs reagieren? Wohlhabend auf Athen, feiern auf Athen, wissenschaftliche Förderung auf Athen. Wir machen natürlich Nachforschen. Mehr Wissenschaft. Hier haben wir den Weiler fertig gebaut. Kernkraftwerk können wir hier nochmal nachziehen. Bauen wir eine Sägemühle und dann alles rein in die Mondlandefähre. Hier ist der Supercomputer fertig geworden in Athen. Und Landefähre. Kriegt die einfach nie ein, seht ihr das? Es sind jetzt mittlerweile sogar mehr als 2000 Ruhmespunkte. Statt weniger wird es mehr. Total sinnlos. Untätige Stadt. Wo? Kernkraftwerk wurde hier fertig gebaut. Brauchen noch zwei Baumeister, noch zwei Bezirke, um einen Baumeisterstand zu erhalten. Ich würde sagen, bauen wir hier noch zwei wunderschöne Bauernviertel und danach Mondlandefähre.
Runde beenden. Aber erst in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben, schmeißt was in die Kommentarleiste rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftig freuen. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.